und transparent klar zu sehen ist und dass zweitens klar wird, dass es sich hier um zwei verschiedene Demonstrationen handelt. Also, wir gehen jetzt gleich rechts da vorne in die Danziger Straße rein. Wir fordern die Polizei auf, ihrem rechtsstaatlichen Gebot Folge zu leisten und in dieser engen Danziger Straße einen Abstand von 50 Metern zwischen den Polizeibeamten einzunehmen. Das gebietet der Rechtsstaat, gegen den hier wieder mal in eklatanter Weise verstoßen wird. Come on.
dabei war. Die Polizei ist das Problem. کنیم که هیچ انسانی غیرقانونی نیست و حق انتخاب دارد. هر سال دو بار وزیر Und ich möchte jetzt hier, wo noch mehr Menschen wohnen und arbeiten, nochmal das Manifest von Freiland. Ihr sollt wissen, dass kein Mensch legal ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Menschen können schön sein oder noch schöner. Sie können gerecht sein oder ungerecht. Aber illegal, wie kann ein Mensch illegal sein? Migranten und Flüchtlinge sind in Europa unerwünscht. Nachdem es für sie nahezu unmöglich ist, auf legalen Wegen hierher zu fliehen, einzureisen oder einzuwandern, ist die Überschreitung der Staatsgrenze nur noch illegal. Und nicht selten mit tödlichen Gefahren verbunden. Illegal wird, wer bleibt, obwohl der Aufenthalt nicht mehr erlaubt, gestattet oder geduldet ist. Systematisch werden verschiedene Einreise- und Aufenthaltsmöglichkeiten reduziert. So wird eine Also, was wir hier an Repression erleben, das erleben die Flüchtlinge in Hamburg tagtäglich. Flüchtlinge, die hier nachkommen, müssen zuerst in die zentrale Erstaufnahme in die Sportallee und werden von dort in das sogenannte Außenlager, Horst Klosdorf, gebracht. Dort müssen ein Traumkollektionsverfahren nur alleinstehende Menschen leben, außer Gefahr geht vom Staat aus. Aus diesem Grunde sehen wir uns und außerdem haben wir Erkenntnisse, auch wir haben eine Lageeinschätzung, dass am Domplatz zum Beispiel, wo wir enden wollen, schon Gitter aufgezogen sind. Wir werden uns hier nicht wie eine Herde Vieh durch die Stadt treiben lassen von der Polizei und aus diesem Grunde löse ich als Versammlungsleiter diese Demonstration jetzt hier an dieser Stelle auf. Ich bitte euch einfach dorthin zu gehen, wo ihr hingehen wollt. Diese Demonstration ist jetzt aufgelöst. Verlasst ihr das Gelände, geht dorthin, wo ihr hingehen wollt. Der Lautsprecherwagen bleibt hier. Alle Leute, die sich von hier entfernen wollen, sollen sich jetzt entfernen. Die Demonstration ist aufgelöst, weil die Hamburger Polizei das Demonstrationsrecht praktisch unmöglich macht. Bitte begebt euch dorthin, wo ihr euch hinbegeben wollt. Zu eurer Großmutter zum Kaffee trinken oder woanders hin. Der Hamburger Polizei, was sich hier wiederholt gezeigt hat. Geht einfach ganz ruhig dahin, wo ihr hingehen wollt. Wir bleiben hier noch eine Zeit lang stehen, um die zu überwachen, dass die Polizei auch sich an die Regeln hält, jedenfalls nach der Demonstration. Wenn Sie das schon während der Demonstration nicht hinbekommen haben und bleiben hier noch ein wenig, um euren Weggehen abzusichern.